herzlich willkommen zu Part 17 unseres Let's Plays an die Arbeit. Und wie ihr jetzt schon gleich seht, hat sich einiges geändert. Und zwar habe ich eben den eigentlichen Part 17 schon gedreht gehabt, aber das Problem war, dass es dann zu technischen Problemen und so kam und dann konnte ich den jetzt halt euch nicht hochladen. Aber ich kann euch kurz sagen, was ich alles gemacht habe. Und zwar habe ich einmal, wie ihr seht, unseren kleinen Sebastian gealtert. So sieht der jetzt gerade aus. Und ich war noch einmal mit Mirko bei der Polizei und habe eben die Aufgabe Verdachtsperson verhören gemacht. Und sonst habe ich eigentlich nicht viel in dem Part gemacht. Ich hoffe, jetzt klappt alles technisch. Und machen wir jetzt mal hier gleich mal ein bisschen langsamer und lassen sie mal aufstehen, weil unser Kleiner hat nämlich Hunger und dann sollte sie mal vielleicht Frühstück für die ganze Familie servieren, damit der Kleine auch was zu essen kriegt, der kleine Sebastian. Und ich habe auch geguckt schon mal, wir haben jetzt halt das Problem, dass sie muss nicht arbeiten gehen. Er hat jetzt das ganze Wochenende frei. Er hat das ganze Wochenende frei. Jetzt sogar, glaube ich, noch am Montag. Nee, ja, eben 3 Tage. Und er hat halt am Wochenende arbeiten, hat dafür dann Montag und Dienstag frei. Nun muss ich aber nicht zwangsweise mit ihm arbeiten gehen, weil er Verdachtsperson verhören, also den Auftrag erledigt hat. Und du tust hier mal aufräumen. Und dann bin ich gerade so ein wenig am Überlegen, weckt dein Bruder nicht. Und dann dachte ich mir, dass ich ihn alleine arbeiten gehen lasse und mich ein bisschen um seine Geschwister kümmere und um seinen kleinen Sohnemann, also um seinen Bruder und um seinen Sohnemann und um seine Frau und dass ich hier im Leben zu Hause spiele. Klar, eigentlich wollte ich ja auch mit ihm dieses Fitness machen, aber das könnte ich dann vielleicht am Montag, Dienstag machen oder so, dass ich mit ihm dann da mal endlich ins Fitnessstudio gehe. Hoffentlich. So, du machst jetzt mal Pipi-Box. Und das hier nehme ich jetzt mal kurz mit hoch, weil der Kleine kann noch nicht runterlaufen. Und hat nämlich Hunger. Dann kann er nämlich hier jetzt gleich mal ein Gericht nehmen. Und dann bringe ich das Frühstück wieder runter für die anderen. Du sollst das doch bitte aufräumen. Ich glaube, ich gesagt gehabt. So. Hast du jetzt schon was genommen? Nein, noch nicht. Du bist noch ein wenig langsam. Achso, und er ist ein Charmeur. Das hat er als Merkmal bekommen. Ich habe das so ein wenig zufallsmäßig entscheiden lassen, weil ich finde es immer viel realistischer, wenn der Zufall praktisch entscheidet, wie das Kind vom Charakter her ist, zum Beispiel als Kleinkind. Weil das kann man ja eigentlich nicht beeinflussen. Das Kind ist ja so, wie das Kind halt geboren wird. Klar kann man dann im Laufe der Zeit vielleicht in eine gewisse Richtung lenken durch die Erziehung, aber ich finde gerade ein Baby kann man noch nicht erziehen und deswegen finde ich da halt so wenn dieses Zufallscharaktermerkmal besser. Und dann später kann man dann halt, je nachdem wie das Kind werden soll, ihm bestimmte Merkmale geben. So, jetzt sind alle Futen. Und dann schauen wir mal. Und zwar hat er jetzt wieder 2 neue Dinger freigeschalten gehabt. Durchbrüche. Und da können wir jetzt dran arbeiten, aber ich würde zuerst, glaube ich, ihm mal was anderes anziehen. Weil ihm kalt ist. Und zwar soll er mal bitte sein Kaltoutfit anziehen. Ich glaube, das ist das hier. Und dann kann er in seinen geheimen Keller gehen und soll mal hier Gerät erfinden. Und zwar die Schwebelampe. Das ist ja das, was er jetzt neu hat. Und du genau gehst mal zu deinem Kleinkind. Und tust das bitte liebevoll umarmen. Fehlt dem Kleinkind etwas. Genau, liebevoll umarmen. Und dann bringst du ihm mal Töpfchen bei. Genau. Und du tust mal noch essen. Genau, du tust danach, gehst du mal aufs Klo. Das muss auch duschen. Hat er den Mist da immer noch nicht weggebracht, dann mache ich das jetzt halt. Und dann schaust du vielleicht noch einen kleinen Comedy-Kanal ein bisschen, bis du inzwischen arbeiten gehen musst.
Schau, du erfindest das jetzt und danach brauchst Logik. Danach kannst du vielleicht noch ein wenig Sammlung analysieren. Hier, den hast du zweimal, dann musst du den mal analysieren. Genau. Was kannst du noch machen? Flora analysieren. Gänseblümchen. Ja, dann tust du noch das Gänseblümchen analysieren. Keine Ahnung, was das bringt. Aber du willst ja auch Logik verbessern, also von dem her. Genau, du bist hier. Deine Frau, Mams Frau. Mit deinem übers Ding drüber hinweg. Wer hat da das hin? Ja, dann zieh dich doch mal an. Dann ist dir auch nicht mehr kalt. Outfit ändern. Ich hatte halt dieses Haus eben danach gestaltet, dass eben Jahreszeiten da noch nicht vorhanden ist. Aber es wird ja auch irgendwann wieder Sommer. Oder was meint ihr? Soll ich der Familie ein Thermostat kaufen? Können wir uns ja noch überlegen, wenn es jetzt immer so ist, dass sie sich beschweren, dass ihnen zu kalt in der Wohnung ist. Und dann kaufe ich ihnen halt eine Heizung. Weil man kann das Jahreszeiten... Doch, man kann es, glaube ich, ausschalten, aber ich will es halt nicht ausschalten, weil ich finde, das macht es halt realistischer. Und ich möchte es halt drin bleiben. Drin lassen, auch wenn wir an die Arbeit spielen. Ne, wisst ihr was? Wir holen es jetzt gleich, weil der Kleine jammert auch. Und dann müssen die sich nicht alle immer beschweren, dass ihnen zu kalt ist. Sagen wir, stellen es hier draußen irgendwo hin. Und zwar ist das ja hier. Haben wir halt eine Sache von Jahreszeiten im Haus drin, aber ja, gehen wir hin. Dann tu du mal wärmer, kostet mehr Geld. Er soll gleich alleine losgehen. So, du hast bei dir, habe ich gelesen, dass die Lampe hergestellt. Hä? Wo ist die Lampe? Ah, hier. Cool. Oh, das sieht cool aus. Ich glaube, so lasse ich es. Oder lila vielleicht. Lila, weil... so Galaxy-Farbe. Ja, so lasse ich es. Das sieht cool aus. Neues Metall gefunden. Was für Metall gefunden? Ironium. Kriegst du da Logik? Du brauchst ja Logik. Ja, sehr gut. Senatoren. Level 6 der Logikfähigkeit. Und Spaß und Sozial brauchst du. Sagen. Ich muss jetzt hier mal aufwischen. Und duschen. Du musst bitte fleißig arbeiten. Ah, ne, sie ist kokett. Keine Neuigkeiten über die Pflanze ergeben. Dann gehst du jetzt mal hier nach dem Kleinen schauen. Tag verschönern. Nach deinem Neffen und kümmerst dich ein bisschen um ihn. Liebevoll umarmen. Ich bringe schon mal Basisbedürfnisse bei. Ich weiß nicht, ob dir das Spaß macht, aber... Und du? Das ist halt immer noch, glaube ich, kein Hobby. Das sind deine Fähigkeiten. Ich finde mir da ein Hobby. Erziehung und Kochen. Backen könnte doch dein Hobby sein. Da drauf Lust backen. Du kannst zwar noch nicht viel, aber du musst mal fertig Brownies backen. Vielleicht ist das so ein kleines Hobby von dir.
Irgendwie ein Hobby, finde ich, braucht sie. Sie hat noch irgendwie so gar keins. Die haben alle irgendwie ein Hobby. Außer sie. Weil Lewis, der hat ja sein Forschen und damit Logik verbunden als Hobby und das Raumfahrttechnik. Der Mirko den Sport. Und sie hat halt irgendwie so gar kein Hobby. Guck mal, die sehen sich so ähnlich. Und das, obwohl er ja der, gut, er ist ja der Zwillingsbruder von Ding. Obwohl sie nicht am selben Tag Geburtstag haben. Weil ich am überlegen bin, ob ich sie gleichzeitig altern lasse, weil ich eigentlich, glaube ich, mal gesagt habe, dass sie Zwillinge sind. Aber irgendwie finde ich das voll witzig. Die Ähnlichkeit und Sebastian kommt halt so überhaupt nicht seiner... Was ist das? Ja, das arme Baby. Er kommt halt so gar nicht nach der Mutter, der Kleine. Kannst du mit ihm toben? Ich glaube, das kann er noch gar nicht, gell? Aber, was du ihm danach noch beibringen könntest, ist hier Stapeln beibringen, damit er ein bisschen Bewegung lernt. Hast du es geschafft? Oh, die sehen aber gut aus. Komm, dann tust du mal nochmal backen. Zuckerkekse. Werden die ganzen Teller. Kein einziger die Teller aufgeräumt, ich glaub's aber nicht. Dann schmeiß mir mal deine Fertig-Brownies hier rein. Oh, Kette Herz? Kekse. Was soll ich denn mal öffnen, weil ich... Ah, hier, der Teller hier. Das ist verdorben. Das langt, glaube ich, nicht, damit sie jetzt schon gleich... Dann kann sie ja vielleicht danach noch die Brotstangen machen, dann erreicht sie das nächste Level. Und du? Habt ihr beiden Spaß miteinander? Das sieht ja sehr begeistert aus. Dieser Blick, den er gerade seinem Onkel zugeworfen hat, echt. Nach dem Motto, will der mir hier Bauklötze beibringen? Hab ich ja so keinen Bock drauf. Na? Mit denen irgendwas machen? Nee. Zuckerkekse nochmal. Es gibt ja auch theoretisch, was man ihr geben könnte, diese Törtchenfabrik. Aber ich weiß nicht so recht, ob ich die ihr kaufen will, weil wo sollen wir die denn noch hinstellen? Haben wir absolut keinen Platz. Ich bin auch am überlegen, ob diese Familie auch ein Tier kriegen soll. Ich meine, unsere gestandene Challenge, da hat ja die so einen Hund bekommen. Ja, wir haben Level 2 erreicht. Einen Hund bekommen, ob die Familie auch vielleicht stattdessen dann eine Katze kriegt oder auch einen Hund kriegt. Da bin ich aber noch am überlegen. Weil eigentlich ist es ja das an die Arbeit Let's Play und nicht das Tier Let's Play. Wobei wir auch sagen müssen, dass zu Inselleben ja auch kein Hund unbedingt gehört. Kann ich mir ja noch überlegen. Oder ihr könnt mir, wenn ihr da einen Wunsch habt, reinschreiben. Schauen wir dann mal. Oh, die Brotstangen sehen sehr lecker aus. Du kannst uns jetzt wieder was. Brot kannst du machen. Getreide-Marshmallow 4X. Haferflockenkekse. Ah, Fischpatete brauchst du Fisch. Mach, back mal noch ein Brot. Brotstangen sehen echt gut aus, finde ich. Wie läuft so das Training hier? Und danach liest du ihm noch ein Kinderbuch vor. Bruder macht das gut.
Und du kannst ja dann mal. Was hat mir gesagt, was ist dein Hobby? Ach so, ja, das Backen, das macht, bringt dir keinen Spaß. Vielleicht gehst du danach mal noch nach dem Kind gucken, wenn dein Bruder fertig ist. Wie lange kriegst du ihm denn noch bei? Ah, er ist gleich vorbei. Vielleicht ist es ja unser kleiner Durchstarter, der richtig viel lernt und so. Kleiner Brain. Theoretisch, wenn keine neue Erweiterung kommt, ist Sebastian ja der, der dann einen Einzelhandel bekommt. Das wird das zum Thema an die Arbeit. Ne, wir gehen in keine Gruppe, das ist falsche, die falsche Erweiterung. Dass dann praktisch er dann diesen Einzelhandel, dass wir das auch noch abgeschlossen haben. Fertig mit Backen. Sieht gut aus. Könnt ihr mal ein Gericht nehmen und probieren. Ja, und du, wenn du fertig bist, kannst du ja noch ein bisschen. Ja. Gerade mein Ding verschoben. In Sims 4 Spiel. Noch ein bisschen Logik machen. Sich dann ja recht gut um den Kleinen gekümmert. Den Depressiven. Wie lange ist er denn deprimiert? Noch 3 Stunden. Muss ja mal auch aufs Klo und Hunger und müde. Kann ja dann die Mami machen, wenn sie gegessen hat. Die irgendwelche Pilze hat, irgendwelche Viecher hat. Sieht aber schon gut aus, was sie da gekocht hat. Oder gebacken. Ich glaube, backen habe ich an sich auch nie so ganz. Oh, das sieht auch nicht gut aus. Unten auf dem Bild. Habe ich, glaube ich, auch nie so bei ihr so richtig gemacht, dieses Backen-Challenge. Kochen? Ja, Kochen hatte ich schon oft auf 10, auch Feinschmecker kochen. Aber Backen hatte ich echt noch nie, glaube ich, so richtig gemacht. Und vor allem hatte ich noch nie einen Sims, der da Level 10 oder so hatte. Was passiert denn im Fernsehen? Ach, ja. Das ist Comedy. Weltkulturkanal. Aha, na dann schau mal deinen Weltkulturkanal. Kannst aber auch mal dich um dein kleines Kind kümmern. Tag verschönern. Spielen. Und bitte nicht anstecken. Und dann kannst du den Kleinen mal aufs Töpfchen bringen. Und den Kleinen Bastian im Schaumbaden. Baden. Lea kann online für einen guten Zweck spenden, Anmachsprüche und was? Vor dem Spiegel üben. Spiegel. Ich weiß auch nicht, ob die Familie noch ein weiteres Kind kriegt. Könnt ihr mir auch in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Soll Lea und Mirko, also ein weiteres Kind gibt es ja auf jeden Fall noch, weil der Louis soll ja noch ein Kind kriegen. Ja, ein Kinderbuch. Ah, ne, ein Angelbuch. Okay. Da ein Angelbuch gelesen und da liegen gelassen. Das meinte ich, dass du hier nehme ich jetzt kein Kleiner hin. Soll ja noch ein Alien-Kind kriegen, der Louis. Also ein weiteres Kind wird es dann im Haushalt auf jeden Fall geben. Aber ob der Sebastian noch ein weiteres Kind kriegt, können wir mir ja gerne dann mal in die Kommentare schreiben. So, wie sieht's denn bei dir so aus mit Logik? Läuft.
Level 6 und 4 hat er erst. Oh je, das kann noch Jahre dauern. Er hat ja auch noch diese Tränke, die er herstellen kann. Aber dafür braucht man ja dieses, das habe ich euch ja in dem, wo wir den Keller gebaut haben, schon gesagt, da braucht er ja diese Chemielabor, glaube ich, heißt das. Das kriegt er ja schon wieder befördert wird. Aber er ist ja jetzt, wenn er das nächste Mal arbeiten geht, glaube ich, wird er befördert. Er ist hier ja auch schon ausgezeichnet und er hat den Dinger da geschafft. Also theoretisch müsste es klappen. Meine Nachbarn meinen, Romantikfestival könne man super Leute kennenlernen. Sollen wir nachsehen, ob er recht hat? Ich brauche niemanden auf dem Romantikfestival. Ich bin glücklich verlobt. Ich habe ein Kind, das etwas schlecht gelaunt ist. Hunger hat. Ich guck mal, ob ich noch was für das Kind finde. Das ist eine Einzelportion. Das schmeißen wir hier weg. Kann der Kleine nämlich diese 1% jetzt gleich noch essen. Das sind mehrere. Noch mehrere sein. Er hat auch Hunger. Und dann ist auch aufs Klo. Also immer aufs Klo gehen. Reste nehmen. Mal gucken, was nimmt er. Aha. Richtiges. Und dann weiter in sie. Den armen kleinen Wurm durch die Gegend. Geht vielleicht auch nochmal aufs Klo. Macht hier dann gleich das Töpfchen sauber. Und braucht dann Spaß. Dann tut sie vielleicht nochmal irgendwas essen. Mal gucken, sie nimmt auch eine richtige Mahlzeit. Und kann dann hier vielleicht noch ein wenig Comedy schauen. Ah, du bist auch da. Hallo, Halli, Hallöchen. Herzlich willkommen zu Hause. Guck mal, dein Bruder hat gerade das Klo freigemacht. Wurde also nicht befördert. Nee, aber wahrscheinlich beim nächsten Mal dann. Dann kannst du dir auch mal noch, denke ich mal, Reste nehmen und kannst dich dann auch hier hinsetzen und noch ein bisschen Comedy schauen. Ja, du machst hier oben noch sauber. Du kannst dann schlafen gehen. Das gebe ich dir mal mit runter. Schupp. Sonst geht es dir aber gut. Du bist halt jetzt krantig, weil du müde bist. Ja. Hat dich deine Mami jetzt nicht gebadet? Ich habe dir gesagt, sie soll den Sebastian baden. Weiß ich nicht. Ach, sie räumt da auch noch den Müll auf. Okay. Und sie meint. Bums. Tür zu. Wir haben hier gemalt. Von Mirko Berger. Gibt da was? Da fliegt ein Buch in der Luft rum. Wer auch immer das Buch gelesen hat. Tentakel von Louis Berger. Mhm. Interessant, interessant. Traurig. Mirko scheint Babyfieber zu haben. Vielleicht ist es Zeit, ein neues Familienmitglied hinzuzufügen. Ich wollte ich ja nicht noch ein weiteres Kind haben, Mirko. Ich dachte, das reicht an Kindern. Und wenn du dir noch ein Kind wünschst, ist das halt so eine Frage. Sollen wir dann noch ein Kind machen? Oder es probieren? Oder sollen wir sagen, nee? Ich glaube, dieses Mal lassen wir es mal noch dabei. Aber wenn er dann nochmal wünscht, sich ein Kind, dann könnt ihr euch ja mal überlegen, soll ich dann darauf positiv reagieren? Heißt, soll ich ihm dann ein Kind geben? Also, wenn noch einmal diese Situation kommt, dass er oder sie sich ein Baby wünscht, machen die dann ein Baby? Oder soll ich dann so darauf verfahren oder verbleiben, dass ich dann sag, immer noch nicht.
darauf so verfahren, dass ich sage, nee, die beiden wünschen sich jetzt vielleicht gerade ein Kind, aber bekommen jetzt kein Kind. Weil ein Kind reicht. Das könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Oder wenn eben der Wunsch so geäußert wird durch Babyfieber. Oder sagt ihr, wenn sie hier den Wunsch haben. Hier kann es ja auch kommen als Wunsch, Baby machen. Oder Techtelmächte. Dass sie dann ein Baby machen können. Ihr könnt ja, sagen wir, in die Kommentare schreiben. Entweder, nee, nur mal so spontan, wenn wir Lust dazu haben. Gibt es noch ein Geschwisterchen? Oder ihr könnt schreiben, wenn es eben in diesen, wie nennen sie es immer, in diesen Lebenswünschen? Nee, Lebenswünsche, in diesen Bedürfnissen? Ich weiß gerade den richtigen Namen nicht mehr, gezeigt wird, nur dann machen sie ein Baby. Ich muss noch duschen. Bevor du schlafen gehst. In diesen Launen, Launen nennen sie die Dinge. Wenn diesen Launen vorkommt, dann machen sie ein Baby. Oder aber wenn es hier unten bei diesen Emotionen, Gefühlen, ich weiß nicht, wie man die Dinger da unten nennt, angezeigt wird, dann machen sie ein Baby. Du kannst dann auch schlafen gehen, weil du natürlich gerne die Teller aufräumen darfst vorher. Macht ja sonst hier eh kein Hunz und Kunz. Ich würde dann auch sagen, wenn die dann alle im Bett sind, können wir auch den Part wieder beenden. Wir haben ja jetzt eigentlich relativ viel erreicht. Wir können jetzt mal gucken. Er hat tatsächlich Fantasie 2 jetzt sogar schon. Ist ja erst ein Kleinkind geworden. Ist jetzt erst ein Tag ein Kind, Kleinkind und hat schon Fantasie 2. Töpfchen hat er fast schon auf 2, aber Bewegung hat er immer noch nicht. Denken ist und naja. Und Kommunikation ist, naja. Ich muss tatsächlich sagen, wenn ich so privat für mich spiele, ich frag dir mal, dann sind wir, wenn sie im Bett sind, wenn ich für mich privat Sims spiele, haben meine Kinder in der Regel Bewegung und Fantasie richtig gut. Ich habe selten ein Kind, was Denken oder Kommunikation gut hat. Also wenn ich eine Großfamilie habe, wo viele Kinder drin sind, haben sie schon auch mal eine gute Kommunikation. Aber in der Regel ist echt Fantasie und Bewegung das, was bei meinen Kindern immer am besten ist. Komischerweise. Ich hatte bisher erst einmal im Leben ein Kind. Tatsächlich erst einmal ein Kind, wo wirklich Denken richtig gut war. Und ich habe schon einige Sims 4 gespielt. Einige Male Sims 4 gespielt. Und fast immer Kinder gehabt. Und ich hatte tatsächlich echt nur ein Kind, das wirklich Denken mal gut hatte. Ja. Naja. Dann wollen wir jetzt mal den Part wieder beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und mit diesem schönen Schneebild beenden wir den Part für heute. Ciao, ciao. Schaut gerne auch in einem meiner alten Videos vorbei. Und dann bis zum nächsten Mal.